Was sind das für Bilder? Das Zentrum von Grieskirchen, ein Meer aus Radfahrern. Der 24-Stunden-Radmarathon ist zurück. In den Bewerben, den 3-Stunden-, 6-Stunden- oder dem 24-Stunden-Rennen, einzeln oder in der Gruppe, gehen in diesem Jahr stolze 1200 Starter ins Rennen. Wie ist es on Tour? Warm, heiß, anstrengend, aber fisch. Also ist mega gut vorbereitet und macht einfach Spaß. Jeder ist motiviert, jeder hilft zusammen. Wie schaut denn echte Motivation aus? Naja, das kann ich euch jetzt sagen. Den Grinser, den kriegen wir und dann geht es erleichtern bergauf. Die Strecke mit insgesamt 173 Höhenmetern ist bekannt. Der Rundkurs über 21,5 Kilometer führt von Grieskirchen über Polham Richtung St. Marienkirchen nach Bad Schallerbach und wieder zurück auf den Stadtplatz in Grieskirchen. 2024 sollten die Sieger 36 Runden machen, weniger wie sonst. Warum, erfahren wir noch. Also wir freuen uns total über 20% mehr Starter bei uns. Allein 250 auf der 6-Stunden-Solo-Distanz und auf der 24-Stunden-Solo sind 160 Teilnehmer. Wir sind total überwältigt. Ich glaube, dass ich sicher 15 Mal schon dabei gewesen bin in den verschiedenen Distanzen. Heute wieder mal im 6-Stunden-Rennen. Ja, schon ein bisschen abgekämpft, muss man ehrlich sagen. Was soll man sonst machen? Angemeldet ist man. Man ist da, also drückt man drauf und fährt weiter. Ja, man kann so sagen, es ist wirklich schon eine Sucht mittlerweile. Ich bin, glaube ich, im ersten Marathon bin ich nicht mitgefahren, sonst alle. Alle Kategorien mittlerweile schon. Ja, da kenne ich jedes Schlagloch. 24 Stunden Radfahren, das sind 1440 Minuten am Sattel. Zwischendurch Essen und Trinken sind nicht nur erlaubt, sondern lebensnotwendig. Gerade bei Temperaturen wie am ersten Tag des Rennens, bei 32 oder mehr Grad in der Sonne. Gerade an so Tagen wie heute ist die Verpflegung ganz, ganz wichtig. Viel trinken, viel essen, damit man vom Kreislauf da gut durch kann. Ja, gerade ein wenig heiß, aber wird schon werden. Man sagt, du bist ganz vorne dabei. Habe ich schon gehört, ja. Mario, hopp, Mario! Hopp, 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 hopp. Viele der Rennsportler gehen an diesem Samstag an ihre Grenzen oder sogar darüber. Das Team des RC Grieskirchen ist bestens vorbereitet. Die Versorgung an den Labestationen funktioniert rund um die Uhr. Stark, heiß, Gott sei Dank fertig. Trotzdem immer ein klasses Gefühl danach. Ich bin ein Fan von dieser Strecke. Ich bin schon mehrmals mitgefahren, also ich kenne schon in- und auswendig. Aber ja, heuer mal eine Pause, vielleicht nächstes Jahr wieder. Der Radmarathon 2024 powered bei Raiffeisen in Grieskirchen. 200 Helfer aus und rund um den RC Grieskirchen machen diesen Event möglich. Treue Sponsoren sowie die Stadtpolitik ebenso. Das ist ein Fixpunkt im Kalender. Es gibt nichts anderes. Das ist ein Wochenende, da gibt es einfach nur Radsport. Und ich möchte fast sagen, das ist fast ein Slogan. Wir machen es möglich, die Zusammenarbeit mit dem Radclub, mit uns, mit allen Partnern, das ist sensationell. Wir sind das Radsportmecker und wenn mir jetzt einer geht, ich bin zu Fuß unterwegs und da kriegst du schon so viele Stimmungen mit durch die Fahrerlager und ich weiß, dass sich auch die Radler wohlfühlen und das ist das Allerwichtigste, also dass die auf der Strecke gut unterwegs sind und dass gern wiederkommen. Mit dabei auch der Rotary Grieskirchen. Bei der Charity-Wertung selbst am Start und mit ihrem Barbecue samt Bierbrunnen im Public Viewing im EM-Dorf am Püringer Platz. Wir arbeiten mit dem Radmarathon schon seit Jahren zusammen, das ist immer perfekt. Also auch danke an den Radclub Grieskirchen, weil was die da auf die Vier stellen, ist natürlich eine Sensation. Sowas gibt es österreichweit, ja, ein paar Mal vielleicht. Und das ist in Grieskirchen, das taugt dann früh und da will man aus Grieskirchen natürlich auch mit tun und sag einmal, einen Beitrag dazu leisten. Und dann kommt das schon angekündigte Unwetter über Oberösterreich, auch in Grieskirchen, mit voller Wucht herein. Sturmböen und intensiver Regen machen den Radsport um gut 20 Uhr einfach zu gefährlich. Einzig und allein, der Hagel ist ausgeblieben. Die logische Antwort darauf, Abbruch des Rennens für mehr als eine Stunde. Ab 22 Uhr und die Nacht hindurch wurde bei durchgehendem Regen geradelt, als gäbe es kein Morgen. Auch der Sonntag war nass, die Hitze hatte endlich ein Ende. Die 24-Stunden-Rennradsportler haben alles gegeben. Eine legendäre Leistung eines jeden Einzelnen. Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter.